Hänzlers Schnellnummer. Wie, was, warum? Heute mache ich oder zeige ich euch, wie mache ich ein knuspriges Brathähnchen aus dem Ofen. Was ganz Simples. Was man braucht, ist natürlich ein Hähnchen. Wir haben jetzt hier ein Maishähnchen. Das ist Freilandgeflügel und das kann ich euch für sowas wirklich nur empfehlen. Es ist immer natürlich eine Frage des Preises. Da bezahlt man jetzt fürs Kilo um die 12 Euro. Wenn ich mir so einen miesen Vogel hole, der nur ein halbes Jahr alt war oder nicht mal oder 4 Wochen, der kostet natürlich viel, viel weniger, schmeckt natürlich auch viel, viel schlechter, ist ja klar. Deswegen, wenn ihr sowas macht, immer achtet auf Freilandhaltung. Pass auf, dann, was wir brauchen, ist einmal Salz und ein Blech, sonst nichts. Was wir aber erstmal machen müssen, hinten den Pürzel abschneiden, ne? Zack. Und dann an den Seiten bei den Flügeln, sozusagen das erste Gelenk rein, bei der äußere, ne? Der muss weg, weil der würde sonst verbrennen. Das gleiche hier auch. So. Mit diesem Messer geht das natürlich sehr gut. So, jetzt wird gesalzt und zwar einmal von innen und zwar kräftig. Richtig was rein und dann mit der Hand mal ein bisschen ausreiben. Das gute Hühnchen. So, jetzt nochmal von außen. Ruhig kräftig. Und jetzt kommt das auf dem Backblech. Jetzt kennt man viele Rezepte mit irgendwelchen 1000 Marinaden, eingerieben, hinten, vorne, oben, unten. Das Problem ist, dass es dann meistens nicht richtig knusprig wird. Das Einzige, was wir machen, ist Salz und zum Schluss vielleicht, überlege ich mir nochmal, ein bisschen Paprika mit Butter. Das ist einfach so ein bisschen einstreichen. Sonst machen wir nichts. Geht jetzt 45 Minuten bei 165 Grad in den Ofen. Dann gucken wir mal rein. 165 Grad Umluft wohlgemerkt. War jetzt unser wunderbares Maishähnchen hier drin für 45 Minuten. Ja, das sieht ja schon top aus. Jetzt gehen wir noch ein bisschen hoch. Und zwar auf 210 Grad für 10 Minuten. Während das Hühnchen im Ofen jetzt vor sich hin knuspert, machen wir schnell die Paprikabutter. Darf jetzt einfach Butter schmelzen. Wirklich nur schmelzen, jetzt nicht klären oder sowas. Und dann kommt ein Teelöffel Butter, beziehungsweise ein Teelöffel Paprikapulver auf einen fetten Esslöffel Butter. Und damit gehen wir jetzt zu unserem Hähnchen. Von den 10 Minuten bei 210 Grad sind jetzt 8 um. Und die letzten 2 Minuten, da kommen wir jetzt hier mit unserer Paprikabutter. Streich das mal runter um, großzügig ein. Mmh. Das sieht gut aus. Oh, jetzt merke ich schon beim Pinseln, wie knusprig das ist. Auch von hinten. Schön aufpassen mit der Hand im Ofen. Ne? Aber was macht man nicht alles für so ein geiles Hähnchen? Jetzt wieder rein und dann die letzten 2 Minuten. Guckt es euch an. Die Zeit ist um. Jetzt hier, zeigt das mal, wunderbar knusprig, saftig und ein heißes Brathähnchen. Naja, boah. Jetzt einfach auf den Tisch. Guten Appetit. Und jetzt wisst ihr, wie macht man ein knuspriges Brathähnchen? Nochmal die Einkaufsliste fürs Brathähnchen. Für 2 Personen braucht ihr ein Hähnchen 1,2 bis 1,4 Kilo, 2 Esslöffel Butter, 1 Teelöffel Paprikapulver, die Garzeit 45 Minuten, Umluft wohlgemerkt bei 165 Grad und dann nochmal 10 Minuten 210 Grad. Das kann hinten raus bei manchen Ofen auch manchmal ein bisschen länger dauern, also einfach hinten raus so lange, bis es schön knusprig ist. Noch mehr Rezepte findet ihr auf hänzlers-schnelle-nummer.de und natürlich auf unserem YouTube-Channel. Viel Spaß!